Vor Serien aus gerettet, GZSZ-Darstellerin Ramona Dempsey kann aufatmen. Ihre Serienfigur Nele hat nämlich noch so einiges zu bieten. Rolle auserzählt, von wegen. Das findet auch Ramona, die wir beim Weihnachtskranzbasteln für das Kinderhospiz Sonnenhof treffen. Wir sind alle gespannt, selbst ich, was da passiert und was sie noch alles so vorhat. Wo fällt die Liebe hin? Wie geht es weiter? Wie geht es mit ihrem Beruf weiter? Wie geht es privat weiter? Da ist ja noch so viel Potenzial da. So, viel Potenzial also. Na, beim Stichwort Liebe haken wir doch gleich nochmal nach. Denn Nele tut sich da ja bislang noch ein wenig schwer. Liebt sie denn nun Schönling Dominik oder etwa doch Kumpel Tuna? Ja, vielleicht dauert das manchmal eine Weile und vielleicht muss die Nele auch erst herausfinden, wen sie wirklich möchte und wen nicht oder wo sie lang gehen will. Das mit der Liebe, das wissen wir ja aus dem wahren Leben, ist immer so eine Sache, dass was lange währt, wird gut. Und ob sich Nele nun für Dominik oder Tuna entscheidet oder alles doch in einem waschechten Liebeschaos endet, wenigstens bleibt Ramona mit dieser Story-Entwicklung den GZSZ-Fans noch eine ganze Weile erhalten. Bill Kaulitz im lebensechten Tattoo-Rausch. Ein anatomisch korrektes Herz prangt neuerdings auf seiner Brust. Irgendwie kommt uns das doch ein bisschen bekannt vor. Richtig, auch Miley Cyrus, Zombie Boy und Co. stehen auf naturgetreue Bildchen auf ihrer Haut. Wird das jetzt etwa der neue Trend? Ein kleiner Trend. Ich mach's, aber ich sag jetzt nicht, dass ich das 5-mal die Woche mache oder 20-mal im Monat. Aber der Trend, das Herz anatomisch darzustellen, ja, ist erkennbar. Na, da sind wir aber gespannt, welcher Promi als nächstes sein Innerstes nach außen kehrt. Sind das die Twilight-Nachfolger? Maria Erich und Janis Niewöhner sind auf dem Weg, die heißesten Jungstars der Filmwelt zu werden. Zumindest in Deutschland, glauben wir. Indiz 1, die Bücher. Beide Filmreihen basieren auf erfolgreichen Fantasy-Romanen. Indiz 2, Schnuckel Janis ist vor seinen weiblichen Fans auf der Straße längst nicht mehr sicher. Man muss irgendwie einen Weg finden, wie man damit umgeht, was dann auch in den Medien passiert mit einem. Aber eigentlich, ich glaube, wir freuen uns auf alles und können auch mit allem irgendwie umgehen. Indiz 3. Janis und Maria haben eine tolle Chemie auf der großen Leinwand. Als die Zeitreisenden Gwen und Gideon ist ihre Liebesstory in Teil 2 der Saga die meist erwartete des kommenden Jahres. Aber es geht weiter und auch die beiden oder die Beziehung zwischen den beiden bleibt spannend und die necken sich weiterhin und haben auch mal den ein oder anderen Streit. Und ja, geht gut weiter, so wie man das gewohnt ist von den beiden. Na, wenn die zwei nicht mit Edward und Bella mithalten können, dann wissen wir auch nicht weiter. Liebeschaos bei One Direction. Erwischt! Harry Styles und Kardashian-Halbschwester Kendall Jenner ganz verknallt beim romantischen Date. Aber Moment, schlägt nicht eigentlich das Herz von Bandkollege Niall Horan seit Ewigkeiten für das hübsche Nachwuchsmodel? Sie ist so süß und ich habe eine Schwäche für schöne Augen, erzählt Niall jedem, der es hören will im Interview. Na, Harry. Das ist aber nicht die feine englische Art, seinem Kumpel den Schwarm auszuspannen.